Also was mir auffällt, dass viele Sprichwörter ja, Farben beinhalten. Ein paar Sprichwörter in dieser Richtung oder Redensarten habe ich euch schon erklärt, ihr findet sie im Link. Und ein anderes Sprichwort heißt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was heißt das? Was kann das bedeuten? Also ja, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ihr wollt euch ein Haus kaufen. Und ihr findet eine wirklich schicke, tolle Villa, sie sieht super aus und kostet auch gar nicht viel. Und ihr sagt, super, diese tolle Villa, das ist ja, die ist ja wie Gold, die ist ja so schön und die ist gar nicht im Verhältnis, gar nicht so teuer, die kaufe ich mir. Und ja, und dann guckt ihr genauer hin, hoffentlich habt ihr sie noch nicht gekauft, weil ihr vielleicht, wenn ihr mit einem Architekten oder einem Fachmann in diese Villa geht, seht, oh, in der Ecke ist aber Schimmel, habe ich gar nicht gesehen. Das Dach hat auch schon Löcher, hat man gar nicht gesehen von Weitem. Oder die Rohre sind schon verrostet und so weiter. Also auf den zweiten, tieferen Blick ist die Villa viel weniger wert, als was man dafür bezahlen soll. Das ist jetzt ein Beispiel. Also auf den ersten Blick sieht sie wunderschön aus und man wundert sich, dass sie vielleicht relativ preiswert ist. Aber wenn man genauer hinguckt, ist sie im Gegenteil viel, viel weniger wert, diese Villa, als das Geld, was dafür verlangt wird. Das heißt also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf den ersten Blick sieht eine Sache oder vielleicht auch eine Person wirkt total nett und toll und super. Oder ein Job, ja, ihr bewerbt euch für eine Arbeit und denkt, oh, super, klasse. Der Chef wirkt nett, das Gehalt scheint ganz gut zu sein. Die Arbeitskollegen, ich habe den Eindruck, die Arbeitskollegen sind ganz gut und die Arbeit ist auch nicht schwierig. Das ist ein super Job und nach ein paar Wochen merkt ihr, oh, der Chef flippt oft aus, die Arbeitskollegen sind neidisch, sie sind ungerecht und ich muss ständig Überstunden machen. Also der Job, die Arbeit, die vorher glänzte sozusagen, also toll wirkte, ja, ist jetzt bei näherem Hinsehen oder bei der Realisation, wenn man also da arbeitet, doch nicht mehr so toll. Also nochmal zusammenfassend, es ist nicht alles Gold, was glänzt, heißt, wenn wir etwas näher betrachten, etwas näher prüfen, etwas, was uns vorher wunderschön erschien, also und wertvoll erschien, also wie Gold, was wertvoll ist und einen Glanz hatte, dass es nur sozusagen die äußere Hülle, die äußere Fassade ist. Und bei näherem Hinsehen ist die Sache, die Person vielleicht oder die Situation überhaupt nicht mehr toll. Und ja, und das heißt es eben, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich, vieles schon. Es gibt natürlich tolle Villen, tolle Menschen, tolle Arbeitsstellen, die sind wirklich Gold wert, ja. Aber hier geht es eben um das Gegenteil. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, auf den zweiten oder dritten Blick. Das heißt dieses Sprichwort. Ich hoffe, ihr habt es jetzt etwas verstanden, was das Sprichwort bedeutet. Und habt ihr noch weitere Fragen zu diesem Thema, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.